Heute zeige ich Ihnen, wie Sie eine ordnungsgemäße Entlüftung von Gefahrstoffschränken sicher, flexibel und kostengünstig verwirklichen können. In unserer modernen Industriewelt geht heute der Trend zur Verwendung benötigter Mengen von Gefahrstoffen direkt am Arbeitsplatz. Die Anzahl von unterschiedlichen Chemikalien nimmt jedoch stetig zu. Umso wichtiger ist das sachgerechte Handling und Lagern dieser Materialien. Ihre Entscheidung zur Anschaffung eines Sicherheitsschrankes war schon der erste Schritt für Ihre Sicherheit. Aber das ist noch nicht alles. Besonders die Gefahrstofflagerung kann Sie vor einige Herausforderungen stellen. Zum Beispiel eine unangenehme Geruchsbelastung der Mitarbeiter oder gar die Entstehung gesundheitsschädigender Dämpfe. Durch das Fehlen einer technischen Entlüftung kann es im und um den Sicherheitsschrank zur Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre und dadurch zur Einteilung von Exzonen kommen. Diese führt im schlimmsten Fall zum Brand oder zur Explosion. Es fehlen Ihnen die Anschlussmöglichkeiten einer technischen Entlüftung ins Freie durch Denkmalschutzanforderungen, hohe Hallen oder Ihre vorhandene Abluftanlage ist ausgelastet und Sie möchten sich die Kosten für eine weitere oder eine neue sparen? Für all diese Anforderungen hat Asecos vor 17 Jahren den Umluftfilteraufsatz, kurz UFA, in den Markt gebracht. Dieses bewährte Produkt haben wir jetzt weiter optimiert und dabei alle Markterfahrungen der vergangenen Jahre mit einfließen lassen. Und so schützt Sie der UFA. Ab dem einfachen Aufstellen und Inbetriebnehmen des UFA auf dem Sicherheitsschrank wird die technische Entlüftung gestartet und permanent überwacht. Hierfür verbauen wir modernste Sensoren der neuesten Generation. Diese Sensoren sind aufwendig kalibriert, messen extrem genau auch geringste Konzentrationen der Lösemitteldämpfe und sind sehr langlebig. Die vom UFA abgesaugte, mit lösemittelhaltigen Dämpfen belastete Luft wird in der Filtereinheit gereinigt. Hierfür verwenden wir eine hochwertige Aktivkohle. Direkt danach wird die aufgereinigte Luft von dem bereits beschriebenen Sensor geprüft und über eine zweite Sicherheitsfilterstufe wieder an die Arbeitsumgebung abgegeben. Auch äußerlich wartet der UFA 2.0 mit Neuerungen auf. Hervorzuheben sind hier die komfortable Bedienbarkeit und das hinterleuchtete LCD-Farbdisplay mit Tastaturbedienfeld. Sie können jetzt verschiedenste Daten, zum Beispiel Betriebsstunden, Filtersättigung, Serviceintervall und so weiter, einfach und direkt abfragen. Weiter ermöglicht das Display durch Farbänderung eine schnelle Erkennung vom UFA-Betrieb. Bei einem grünen Display ist alles in Ordnung. Ein gelbes Display weist auf eine Servicemeldung hin. Leuchtet das Display rot, liegt eine Fehlermeldung zugrunde und der akustische Alarm wird ausgelöst. Über den serienmäßigen Alarmkontakt lassen sich die Statusmeldungen zum Beispiel an eine zentrale Leitwarte weitergeben. Die neu entwickelte Überwachungselektronik ermöglicht es Ihnen, den Fehler genau zu ermitteln, diesen zu beheben oder gegebenenfalls Hilfe zu beauftragen. Da es sich beim UFA um eine sicherheitstechnische Einrichtung handelt, empfiehlt Asecos und fordert der Gesetzgeber nach der Installation und Inbetriebnahme eine regelmäßige Wartung und Filtertausch durch zertifiziertes Fachpersonal durchzuführen. Mit dem UFA 2.0 sind Sie komplett unabhängig von bauseitigen Abluftanlagen und fest installierten Abluftleitungen und können den Sicherheitsschrank genau da aufstellen, wo er gebraucht wird. Sie sparen sich unnötige Wege und kostspielige Verrohrungen. Durch optionale Adapter können Sie den neuen UFA 2.0 auf allen Asecos Typ 90 und Typ 30 Sicherheitsschränken und vielen Modellen von Fremdherstellern nutzen. Der UFA 2.0 von Asecos, die schnelle, kostengünstige und sichere Lösung, um Sicherheitsschränke gesetzeskonform zu entlüften und Ihre Mitarbeiter zu schützen.